Dort ist der Arno zu uns gekommen, zu mir und zu Dino, ich weiss noch. Und er hat gesagt, jetzt spielen wir in Bern 16'000 Leute. Könnt ihr das? Weißt du, wir sind wirklich... weißt du, wir sind schon nervös gewesen. Allegra, du hast den Podcast mit gesundem Bündnerverstand präsentiert von ÖKK. Mein Name ist Fabio Neis. Freut mich sehr, dass ihr bei dieser Folge dabei seid, wo wir, ja, man kann es sagen, im schönsten Eishockey-Stadion der ganzen Welt sind, in Davos, beim HC Davos. Und ich freue mich sehr, dass der Marc Wieser hier bei uns ist. Herzlich willkommen. Freue mich auch. Hoi Fabio. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, so mitten in der Saison drin, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und wir können hierher sitzen mit ganz guten News. Du hast nämlich gerade den Vertrag können verlängern. Gratuliere dazu. Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Vertragsverlängerung? Kommt man da irgendwie zum Chef ins Büro und dann ist da alles schön ausgeleuchtet und dann steht eine Flasche Champagner nebendran? Oder wie läuft so etwas ab? Ja, so läuft es vielleicht am Schluss ab, ja, wenn man kurz vor der Unterschrift ist. Aber am Anfang ist es natürlich, ja, zuerst will der Sportchef Leistung sehen oder alle anderen Sportchefs, oder? Und nachher, ja, meistens in den Nazi-Pausen werden so Termine mal abgemacht und dann wird dann mal die ersten Gespräche gesucht, oder? Was sie sich vorstellen, was der Spieler sich vorstellt, also ich jetzt. Und dann, ja, muss man dann einen Weg finden, wie man zusammen zufrieden eine Vertragsverlängerung machen kann. Ja. Und da gibt es irgendwie mehrere Verhandlungsrunden oder ist das in deinem Fall relativ einfach gegangen? Also ich muss ehrlich sein, früher ist es schneller gegangen als jetzt, okay. In diesem Alter. Ja. Ja. Ich habe jetzt schon mehrere Anläufe gemacht, ja. Aber schlussendlich ist der HCD zufrieden und ich auch. Warum geht es länger, wenn man älter ist? Geht es denn da so um Fitnessthemen noch und halt um die Zukunft, wie lange er es noch macht und so? Oder um was geht es da genau? Ja, genau. Zuerst fragst du dich natürlich selber, wie ist deine Körperli oder wie geht es dir? Fühlst du dich noch fit? Kannst du noch mal ein Jahr oder zwei? Und nachher geht es um den HCD, oder? Wo vielleicht Junge will einbauen, aber doch auch ein bisschen Davoser behalten will, oder? Und jetzt bin ich halt, ich bin zwar ein Davoser, aber ein bisschen älterer Davoser. Und ja, und im Alter ist es schon ein bisschen schwieriger, um nochmal eine Vertragsverlängerung zu machen. Aber es hat geklappt und es freut mich, ja. Absolut. Uns natürlich auch, dass du am HCD erhalten bleibst. Und das ist schon interessant, oder? Du hast gesagt, du gehörst zu den älteren Spielern, du bist der zweitälteste. Der andere ist Ambühl, ist noch ein paar Jahre älter sogar, genau. Kann man sagen. Du bist in dem Sinne ein HCD-Urgestein auch. 3 Jahre bist du mal zu Biel gewesen und sonst die ganze Karriere beim HC Davos. Jetzt, wie ist das so in einer Mannschaft drin? Ist man dann so eine Koryphäe, wo alle wissen, oh, da ist der Wieser, da muss ich jetzt aufpassen, die neu in die Mannschaft kommen? Oder wie ist so das Mannschaftsgefüge? Ja, man merkt schon den Respekt oder vor allem auch, ja, was man schon erlebt hat. Oder? Ich und der Bühne haben schon viel erlebt mit dem HCD, höchst und tiefst. Und da merkst du bei den Jungen schon, oder? Sie können einmal auch fragen, wie es früher war und so. Und dann erzählen wir vom Arno zum Beispiel, oder? Wie der einmal das gemacht hat. Und es hat sich recht verändert, das Hockey. Und auch die Jungen. Aber wenn ich mit den Jungen zusammen bin, da bleibe ich einfach, da bleibe ich auch jung. Weißt, die behalten mich jung und das, die behalten mich fit. Und von dem her bin ich froh, hat es viele Junge im Team. Ja. Ja, ist interessant, oder? Die ganz Jungen, die haben ja so den Arno Delgurto noch so knapp mitgekriegt, weil die fast noch zu jung sind und so. Also das finde ich schon interessant. Die andere Perspektive, wie ist es für dich, wenn plötzlich irgendwie 18-Jährige ins Team kommen, die noch ein bisschen mehr Kraft plötzlich haben, die noch fitter sind, bei den Ausdauerläufen mögen? Mag die das oder kannst du darüber stehen? Also ich muss ehrlich sein, momentan mag ich noch mitheben. Gut. Aber was ich muss sagen ist, die Jungen, die raufkommen, die sind einiges fitter, als wo wir jung waren und raufgekommen sind. Das hat sich schon recht verändert. Wo wir raufgekommen sind, ist das so wie zuerst mal hast du einen Kraftraum, ein bisschen Muskelaufbau machen und die kommen wirklich, die sind parat, die sind körperlich top zweg, die Jungen. Und das hat sich recht verändert, ja. Was ist sonst noch vielleicht anders bei den Jungen, die heute anfangen? Sind sie irgendwie schon professioneller? Machen sie irgendwie Social Media selber professionell? Haben noch eigene Sponsoren? Oder was hat sich noch verändert? Was sich verändert hat, ist all die Statistiken, die es schon gibt. Oder ich meine, du kannst alles anschauen
im Internet, wie viel Eiszeit, wie viel Schüsse, wie viele Blockshots du hast, alles. Das hat es bei uns noch nicht gegeben. Ich konnte nicht können nach dem Match schauen, als Junge, wie lange habe ich gespielt, oder? Und das ist heutzutage ein riesen Thema, wie lange ein Junge spielt, oder? Und bei uns war das noch nicht so das Thema gewesen, ja. Also schon mal sehr interessante Einblick. Genau darum machen wir den Podcast, um das mal eben ein bisschen genauer kennenzulernen. Und was sehr interessant ist, sind im Moment auch die Zeiten beim HC Davos. Wir nehmen jetzt auf Ende Januar. Der Christian Wohlwend, der Coach, der ist nicht mehr da. Es haben der Walter Imonen und der Glenn Metropolit übernommen. Und noch über weiter steht jetzt plötzlich neu an der Bande, nämlich dein Bruder, der Dino Wieser. Wie ist das? Es ist schon speziell gewesen. Man hat auch ein paar lustige Sprüche gehört von der Mannschaft, oder? Dass ich jetzt mehr Eiszeit habe als sonst. Nein, aber das nehmen wir locker. Nein, der Dino ist mehr da, um mal reinschauen, um vor allem mit den Jungen trainieren oder mit denen reden, weil mit den Jungen kann er gut reden. Und er weiß eigentlich auch, was ihnen auf dem Herzen liegt und so. Dort kann er sich dann schon rauslocken, dass sie einfach erzählen, was sie haben. Ja. Und wie ist es für dich, wenn du zurückschaust und dann steht der Bruder hinten dran? Das ist alles okay. Er ist schon motivierend und das ist ja gut. Oder? Er ist nicht am Umschreien hin auf der Bank. Lass dir auch etwas sagen von ihm? Also hat er dir schon mal konkret etwas gesagt? Ja, auf jeden Fall. Aber er weiß auch genau, wie er es mir muss sagen, merke ich einmal auch. Weißt, er packt das schön ein, die Kritik. Zuerst kommt er mit einem Positiven, dann kommt Kritik und hört wieder mit einem Positiven auf, oder? Dass es schön verpackt ist, das ist ja kein schlechter. Er macht das clever, ja. Sehr gut. Wie ist jetzt das gewesen, oder? Wir wollen so ein bisschen die Mechanismen in der Mannschaft sehen und wie so Sachen ablaufen. Eben Vertragsverhandlungen haben wir schon gehabt. Jetzt ist er neu, sagen wir jetzt mal, Coach geworden. Er ist ja so noch ein bisschen am Lernen und mal am Dreischnuppern, so wie ich es verstanden habe. Wie wird so etwas kommuniziert? Ist er einfach am einen Tag dort gewesen, in der Kabine auch? Ja, eben, ich habe es auch nicht richtig mitbekommen. Plötzlich mir der Bühli hat mir, glaube ich, geschrieben, jetzt sind wir wieder vereint. Dann habe ich dann den Zettel nochmal fertig gelesen, wo die Medienmitteilung rausgekommen ist. Und dann habe ich es auch erfahren. Aber ja, er war dann am nächsten Tag drin. Ich meine, die meisten kennen ihn. Oder? Das ist, und er hat auch gesagt, er schaut einfach hin. Er macht da nicht richtiges Coaching. Er ist eigentlich am Lernen. Ja. Aber mit den Jungen kann er gut zusammenarbeiten. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, du bist ein Urgestein in dieser Mannschaft, bist schon lange dabei. Ich muss schnell spicken. Dein Debüt in der Mannschaft 2007 hast du das gehabt. Und meine vielleicht als Referenz, 2008 ist das erste iPhone rausgekommen, oder? Also, ja, du bist wahrscheinlich gestartet am HCD und hast noch irgendwie ein Nokia oder so gehabt. Ja, genau. Weißt du es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dann ist es so richtig abgegangen. Der Coach war damals der Arno Del Curto noch gewesen, du hast es gesagt. Hat dort das erste Mal in der Playoffs gehabt und haben dann gerade Meister werden. Du bist ganz frisch dabei gewesen. Was hast du für Erinnerungen an die Anfangszeit? Ja, das Lustige war, wir haben ja die Spiele auch miterfolgt. Ich war dort Elite-Junioren und wir haben, waren kurz vor den Playoffs oder so und hatten Pause gehabt. Und der HC war im Viertelfinal und man hat im Spiel verfolgt, oder? Und ihnen ist nicht so gut gelaufen. Und nachher sind ich und Dino mit Kollegen am Pokern. Und nachher läutet plötzlich der René Müller an, wo wir sagen. Und dann gesagt, ja, mit Kollegen am Pokern, oder? Ganz normal, morgen ist kein Training und es ist Wochenende. Und dann hat er gesagt, sofort heimgehen, wir spielen die in 2 Tagen bei der ersten Mannschaft. Und ich kein Wort mehr rausgebracht, abgehängt. Am Dino gesagt, eben, wir spielen den in 2 Tagen mit dem HCD. Und dann sind wir heimgegangen. Oder ja, kein Auge zu da. Und das war schon in den Playoffs gewesen, oder in der Regular Season? Das war in den Playoffs gewesen, ja. Also krass, das allererste Mal erste Mannschaft ja, dort einsteigen. Ja, in 2006 konnte ich einmal mitgehen. Aber dort hatte ich einen Einsatz gehabt. Und das war es dann auch. Dann wieder heim oder noch. Und nachher erst wieder 2007 in den Playoffs. Ja. Also, das heisst, es war in einem Poker, gewesen, das Telefon, mal wahrscheinlich kalter Rücken runtergelaufen, nicht können schlafen. Und wie war er denn gewesen, der erste Einsatz gerade bei so einem wichtigen Spiel für den Kultverein in der Schweiz? Ja, ich muss sagen, eben, der Arne hat einfach erwartet, dass wir die Scheibe abschiessen und vorchecken gehen. Weil das hat ihnen ein bisschen gefehlt, dass sie das nicht gemacht haben oder zu wenig.
Und nachher hast du eben einen Retofonar in der Kabine gehabt und hat dann natürlich gesagt, hey, wo beim ersten Schiff die Scheibe abgeschossen hast und einer gecheckt hast, bist du rausgekommen, alle haben dir auf die Schulter geklopft und weil, ob das Goal geschossen hat. Und nachher bist du so pumped gewesen, dass du nur noch das gemacht hast und so hast du einfach können helfen. Und so haben wir das Spiel gewonnen und du hast dich wirklich, also die älteren Spieler haben dir so das Gefühl gegeben, dass du so wichtig bist für das, dass du einfach, ja, du bist vom einen Tag vom anderen bist du in dieser Mannschaft involviert gewesen. Und da haben dir die älteren Spieler richtig gut geholfen. Ja. Also das muss ein riesen Erlebnis sein. Merkst du jetzt auch, es funkelt so richtig in deinen Augen an. Wie ist es denn nach dem Spiel gewesen? Bist du dort, nach dem allerersten und eben noch Playoffs, bist du dort irgendwie oben runtergekommen? Oder hast du dann auch gerade noch mal eine Nacht nicht geschlafen? Ja gut, man hat halt viel Telefon bekommen, SMS oder und wo man hat wollen beantworten und so, weil die Spiele sind am Fernsehen gekommen, oder früher war es da noch nicht MySports gewesen und so. Und ja, da hast du viele Gratulationen gehabt und so. Und ja, es ist recht... Das Leben hat sich zack verändert. Ja. Und das war ja in dem Sinne der Startschuss für wirklich eine grossartige Karriere. Ich rede immer so ein bisschen in Vergangenheit. Du spielst natürlich immer noch und so, aber du bist halt schon wirklich sehr lange dabei, oder? Und du bist dann wirklich am HCD bis auf die 3 Jahre, wo du in Biel warst, bist treu geblieben. Es war in dem Sinne wirklich die grosse Liebe vom Club her. Hättest du das gedacht gehabt, damals, wo du eben eingestiegen bist, dass du so lange bei diesem Verein wirst bleiben? Nein, nie. Nie. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass ich von Anfang an in Nazi A spielen könnte, weil ich habe eigentlich schon einen Nazi-B-Vertrag unterschrieben in dieser Saison in Wisp. Und nachher sind eben die Playoffs gekommen, wo ich, sagen wir, die Chance gepackt habe. Und nachher hat der HCD geschaut, dass ich den Vertrag auflösen kann und beim HCD bleiben kann. Und das ist einfach das Glück, das ich hatte. Und auch ein Coach wie Arno, der einfach, ja, wenn ich das sagen darf, Eier hatte, um einfach die Jungen zu bringen. Cool. Also das ist definitiv... profitiert und er natürlich auch, du bist ein Glücksgriff gewesen. Was macht denn für dich die Faszination HCD aus? Weißt du, was ist es? Das Gesamte? Oder gibt es irgendwie in der Mannschaft eine besondere Chemie? Oder was macht es für dich aus? Der HCD, ja, das sind natürlich immer viele Spieler, die lange da oben bleiben. Und früher war es noch extremer, habe ich das Gefühl, da hat es vielleicht ein, zwei Wechsel immer gegeben in der Mannschaft. Aber eigentlich ist immer die gleiche Mannschaft zusammengeblieben, auch mit den Ausländern. Oder? Wir haben dann Josef Marak, der über 10 Jahre zu Davos war, als Ausländer, oder? Ist speziell. Aber wir haben auch dieses Jahr oder in den Zeiten wieder Magnus Nygren, der auch schon 6 Jahre zu Davos ist. Und ja, es gefällt ihnen einfach da zu Davos. Es ist mit Familie auch schön zu Davos. Und darum, ich habe das Gefühl, die Spieler sind gerne da oben und würden auch gerne da oben bleiben. Ja. Ja genau, also der Joe Thornton, wenn ich richtig informiert bin, kommt ja glaube ich immer noch im Sommer hierher trainieren, oder? Also, ja genau. Es ist ganz interessant, wir haben deinen Bruder, den Dino, schon angesprochen gehabt. Wie muss ich mir das vorstellen, die jungen Wieser-Brüder, sind ihr irgendwie als kleine Buben schon immer am Knebeln gewesen auf dem Feld und immer auf dem Eis gewesen mit Stück? Oder wie war eure Jugend gewesen? Also wir haben angefangen Hockey spielen und Skifahren. Und nachher, die meisten in meiner Schule und beim Diener in meiner Schule waren im Skifahren. Also aber, Alpin, oder? Ja. Mhm. Und wir sind aber gerne auf Skiers sind wir noch gegangen, aufs Eis. Mhm. Also jedes Woche, jeden Mittwochnachmittag. Und irgendwann kam das Alter, wo die Eltern gesagt haben, jetzt müssen wir euch entscheiden. Entweder Hockey oder Skifahren. Und dann haben wir, obwohl alle Freunde im Skifahren waren, haben wir uns fürs Hockey entschieden. Und er natürlich auch. Und dann so sind wir einfach jedes Wochenende, jeden Mittwochnachmittag einfach auf Skiers aus, mit dem Zug, auf das Eis gegangen dort. Und ja. Und irgendwann war halt einmal, wenn er wirklich gut werden im Hockey, dann müsst ihr auf Davos gehen. Mhm. Und dann sind wir mit 12 auf Davos gegangen. Ja. Ja, also sind die Familie gezügelt oder wie ist das gelaufen? Nein, sie sind uns immer raufgefahren, ja. Die Eltern. Wie war es früher? Haben die Leute, die eben da beobachtet haben, wenn ihr eben zu zweit am Spielen gewesen, am Mittwoch, Nachmittag und am Wochenende, so, haben die Leute irgendwie schon gesehen, dass ihr besondere Talente gewesen sind? Oder haben sie es einfach mega gerne gemacht? Wie war das gewesen? Also beim Dino hat man es schon gesehen. Also er hat auch immer können bei mir spielen, also bei meinem Jahrgang, oder? Die sind ja immer alle 2 Jahre älter gewesen. Und du hast gemerkt, er mag einfach mitheben oder ist schon dort immer der Bessere gewesen. Und bei ihm hast du schon gemerkt, dass er richtig Potenzial hat.
Bei mir, ich bin den Junioren so ein bisschen Durchschnittsspieler gewesen, aber hatte den Biss. Ja. Eben, genau. Du hast ihn ja über das durchgesetzt. Genau, und ja. Wann ist dir so richtig der Knopf aufgegangen? Hast du irgendwie einen Moment einmal gehabt? Ja, es sind natürlich auch, als ich in die erste Mannschaft gekommen bin, hat es auch Jahre gegeben, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Oder wo ich in Nazi B 2-3 Spiele bin, weil es nicht gelangt hat beim HCD. Es war immer so ein bisschen ein Knickpunkt gewesen, jedes Jahr. Und nachher habe ich eben gemerkt, dass ich einfach beim HCD bin ich ein bisschen in der Schublade, oder? Nicht, dass es mich gestört hat, aber ich wollte einfach persönlich einfach mal weiterkommen. Und dann ist der Wechsel auf Biel gekommen und dort habe ich wirklich den Knopf aufgemacht. Also so profimässig, also so im höchsten Niveau einfach. Cool. Dort habe ich können, ja, richtig, also einfach so wie es halt früher bei den Junioren war, ist es plötzlich in der Nazi auch so gelaufen. Ja. Also es ist nicht mehr nur noch weiter aufwärts gegangen. Jetzt wieder, du hast können den Vertrag verlängern. Wir haben es schon kurz angesprochen, bei deinem Bruder ist es leider nicht so gut gegangen. Er hat mehrere Hirnerschütterungen gehabt und hat dann noch das Comeback probiert, nochmal mehrfach sogar, und es hat dann nicht mehr gelangt. Was hat das mit dir gemacht, wo du die ganze Geschichte, ist ja schon tragisch, mitverfolgt hast? Du hast es mitbekommen, oder? Er hat wieder eine das hat angefangen mit einer Hirnerschütterung, dann ist er auf Zürich gegangen, oder? Und dann ist das. Es ist einen Monat gegangen, dann hat er es wieder probiert. Und nachher ist dann wieder eine Hirnerschütterung gekommen. Und dann hast du gemerkt, jetzt braucht er länger. Und er ist auch, als er dann wieder zurückgekommen ist, habe ich gesehen, er ist nicht mehr der gleiche auf dem Eis. Weißt du, so. Er schaut, er ist ein bisschen zaghaft an den Banden. Und das macht ihn dann noch viel gefährlicher. Also, viel schlimmer ist das noch. Ja. Wenn du noch ein bisschen langsamer bist und so. Und mit mir hat das einfach ein bisschen gemacht, dass ich einfach ein bisschen Respekt hatte, wenn er gespielt hat. Also ich habe immer gehofft, dass einfach nichts passiert, wenn er auf dem Eis ist. Und habe natürlich auch immer geschaut, was er jetzt macht. Und darum war es schon ein bisschen stressig auch für mich. Aber ja, dann ist eben das die letzte noch passiert und dort war klar, dass er da unter, also ich hatte das Gefühl, dass er da unter wahrscheinlich nicht mehr zurück wird. Das war jetzt eine zu viel gewesen. Vor allem auch aufeinander. Weil wenn du jedes Jahr zweimal auf Zürich ins Concussion Center musst, ist es ganz schnell, dass du nicht mehr Hockey spielen kannst oder dass du keine Lust mehr hast. Und ja, und nachher bin ich eigentlich froh gewesen, dass der Entscheid mal bei ihm auch gekommen ist, dass er das Ziel nicht mehr ist, zum Profi-Hockey zu spielen, sondern einfach das Ziel ist, kein Kopf mehr haben im Alltag. Ja. Und darum war für mich auch gesehen, los, jetzt hört auf. Ich habe den Stress auch nicht mehr mit mir, dass er auf mich steht. Und ja, und dann konnte ich auch abschliessen mit dem. Ja, eben, und so wie das jetzt tönt, muss das eine extreme emotionale Achterbahnfahrt gewesen sein, oder? Da hat es wahrscheinlich eine Menge dunkler Momente gegeben. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein paar Mal zusammengeguckt, brüllend. Und es war sehr schwierig gewesen. Ja, und im Nachhinein so denke ich einmal so, früher sind ich und Dino eben auch so Spieler gewesen, die einmal auch so böse Checks gemacht haben. Und die siehst du einfach heutzutage immer weniger. Und ich bin eigentlich froh, ist das okay? Fängst du so, oder der Respekt so hoch, dass die Checks immer weniger werden? So, die gegen den Kopf oder einfach die mitten auf dem Eis sind die schlimmsten. Ja. Was hat denn er für einen Weg gefunden, um jetzt damit umzugehen? Oder ist es für ihn schon abgehakt? Nein, der Dino ist eigentlich immer ein mega positiver Mensch. Er hat immer Sachen gefunden, Ausgleich gefunden, dass er einfach positiv ist. Eben wie einfach rausgehen, gut Türen lassen, das ist sein Ding momentan. Dann hat er seine positive Energie, holt er sich dort. Da haben vielleicht andere mehr Mühe, wo vielleicht Hockey alles ist und nur das kennen und nebendran sich neu finden. Und von dem her hat er es recht clever gemacht. Ja. Also da sind wir froh, dass er in dem Sinn da wieder on track ist. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt dann einer der grossen Erfolgstrainer, oder? Man hat so im Hinterkopf, Christian Wohlwend hat auch mal gespielt, ist ein relativ junger Trainer geworden, Arno Del Curto auch, jetzt nur zum zwei Beispiel nennen. Würdest du ihm das zutrauen, dass er da, keine Ahnung, vielleicht sogar mal Nazi-Trainer oder so etwas wird? Oder ist er noch nicht so der Typ, oder? Da muss man ja echt auch der Typ dazu sein.
Mal, ich habe schon das Gefühl, dass er ein guter Trainer könnte werden. Aber es ist ich habe das Gefühl, er ist ein guter Junioren-Coach. Und dort brauchst du eigentlich die guten Coaches. Okay, das ist interessant, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Mal, man braucht auch, wenn du Junioren-Coach sein willst, musst du Ausbildungen machen. Als Nationalcoach brauchst du keine Ausbildung. Ist das so? Okay. Das ist so, ja. Krass. Weil man sagt ja, die guten Trainer müssen eigentlich bei den Jungen arbeiten. Ja, macht jetzt auch Sinn. Ja, ich habe es mir noch nie überlegt, aber es macht total Sinn. Nein, darum habe ich das Gefühl, auch der Nazi, also Junioren-Nazi, würde auch noch etwas sein für ihn und so. Aber es ist ein langer Weg, aber er ist hungrig zum Lernen. Ja. Ja, kommen wir wieder auf deine aktive Karriere zu reden. Eben, du hast verlängert jetzt einen Einjahresvertrag dazu bekommen. Was setzt man sich da noch für Ziel als Urgestein? Das finde ich ja noch interessant, oder? Weil du könntest ja auch sagen, du, jetzt bin ich 35, jetzt geniesse ich einfach noch die Zeit da. Aber so funktioniert es ja nicht im Spitzensport, das wissen wir. Nein, also ich muss ehrlich sein, an dieser Saison, Anfangssaison, habe ich das Gefühl gehabt, wahrscheinlich wird das meine letzte Saison sein. Aber ich habe sie auf jeden Fall mir vorgenommen, dass ich sie geniessen will, dass ich eine gute Saison will haben. Und darum bin ich ganz anders ins Sommertraining gestartet, weil eben für mich war immer so, hey, vielleicht ist es das letzte Mal, oder? Vielleicht habe ich das letzte Mal einen Sommer mit den Jungs. Und ich habe das einfach mega genossen und bin auch top motiviert gewesen. Und dann hat die Saison angefangen, nachher ist es auch gut gelaufen. Und nachher irgendwann bist du so einfach in dem Strudel drin, in dem positiven Strudel drin. Ja, du musst sicher dranbleiben, aber es ist einfacher, wenn du einen guten Saisonstart hast, als wenn du einen mühsamen Saisonstart hast. Und auch das ganze Team. Und ich war einfach die ganze Zeit am Geniessen, weil ich mir immer selber gesagt habe, es könnte das letzte Mal sein. Und so werde ich nächstes Jahr auch in die Saison starten. Vielleicht wird es meine letzte Saison sein und ich werde sie einfach geniessen. Also es gibt einem fast ein bisschen Ruhe. Man kennt ja das zum Beispiel, wenn wir es vorher schon vom Skifahren hatten, oder der Beat Feuz, der hat auch so eine Gelassenheit gekriegt, so ein bisschen in seinem älteren Sportlerleben. Kannst du das unterschreiben? Das ist so, ja, auf jeden Fall. Du merkst auch jetzt die Jungen, wie sie sich Druck machen. Und ja, aber du redest auch mit diesen Jungen über das, über ihre Karriere oder wie es könnte weitergehen. Und du probierst ihnen immer so ruhig, Ruhe reinzubringen, bei ihren Köpfen, aber es ist mega schwierig für die, weil ich habe genau gewusst, wie es bei mir war und ich war genau gleich. Aber jetzt im Alter, ja, eben, du bist im Alter, wo du gut aufhören kannst, aber auch, wo es gut vielleicht noch ein, zwei Jahre gehen. Ja, und eins wäre natürlich noch, wir haben das nachgeschaut, du hast über 700 Spiele gemacht für den HCD, insgesamt über 800 Nationalspiele. Wäre es noch irgendetwas mal an die Marke von 1000 Spielen hergekommen, wie der andere Sambildi hat? Ja, also 1000 Spiele. Das ist brutal, oder? Ja. Stell dir das mal vor, 1000 Mal 60 Minuten auf dem Feld, oder? Vor allem für den gleichen Club. Das ist ja noch viel spezieller, finde ich. Weil ich bin eben bei ein bisschen über 700 Spielen. Also das glaube ich nicht, dass ich das noch schaffe. Aber dass ich 1000 Nationalspiele schaffen könnte, das wäre noch möglich. Aber dann müsste ich eben wahrscheinlich nochmal ein Jahr unterschreiben. Aber eben, so wie wir es von anderen Spitzensportlern kennen, interessieren sie so Zahlen gar nicht so. Wie ist das bei dir mit diesen Zahlen? Weil ich habe nachher noch gerade ein paar. Ja, es ist jetzt noch weit weg. Oder? Du weißt, es muss gesundheitlich auch mir gut gehen, dass ich jedes Jahr noch, also nächstes Jahr auch noch 50 Spiele machen könnte. Es müsste mit der Leistung gut sein. Oder? Ich sage jetzt, wenn es so kurz darauf an, also noch 10 Spiele bräuchte, dann würde ich es vielleicht schon gerne machen. Aber momentan ist es so mehr, ja. Hauptsache gesund bleiben, Freude haben und dann geht die Statistik automatisch auf. Kommen wir zu den ganz schönen Momenten, die Meistertitel. Ich habe es schon kurz angetönt. Mhm. Du hast so eine extrem erfolgreiche Karriere mit dem HCD gehabt. Gehen wir die kurz durch und sag vielleicht einfach, was so noch im Kopf hast von dem Meistertitel. Wir starten 2007, war dein Debüt gewesen in der ersten Mannschaft zusammen mit meinem Bruder und der werdende Meister. Wie ist das gewesen? Ja, eben, wie ich es vorher schon erzählt habe, du brauchst ein Telefon. In zwei Tagen bist du hier in der Eishalle, Full House, und spielst gegen den grossen ZSC. Und ja, hast den ersten Check gemacht und dein Team hat eben gejubelt, ob das Goal geschossen ist. Und nachher ist es einfach vorwärts gegangen. Wir haben gegen die
gegen den ZSC dreimal hintereinander gewonnen, sind ins Halbfinale gekommen gegen Kloten. Dort haben wir weniger Mühe gehabt. Und nachher sind wir ins Finale gekommen gegen Bern. Und das war wirklich extrem gewesen. Dort ist der Arno zu uns gekommen, zu mir und zu Dino, ich weiss noch. Und er hat gesagt, jetzt spielen wir in Bern 16'000 Leute. Könnt ihr das? Weißt du, wir sind wirklich, weißt du, wir sind schon nervös gewesen. Und dann sind wir auf das Bern runter und ja, sind die Gedanken durch den Kopf und nachher war dann Bern gewesen. Und es war so laut gewesen. Man hat einander nicht gehört reden auf dem Eis, sonst hörst du einander einmal noch. Klar, ja. Aber man hat nichts gehört. Es war nur eins gepfeifen gewesen. Oder wenn für Bern eine Strafe angezeigt wurde, ich weiss noch, da sind Telefone abgeworfen worden. Weißt du, Nokia-Handys eben dazu waren. Und Feuerzeuge und alles ist auf dem Eis gelegen. Das habe ich erst gerade letztens in einem gesagt, wo wir in Bern gespielt haben. Ja. Ich früher, wenn da haben wir noch Feuerzeuge abgeworfen? Früher, aber heute haben wir nur noch E-Zigaretten oder iPhones sind auch zu teuer zum Abwerfen. Genau. Heute rührt niemand mehr sein Handy. Oder Münzen hat auch niemand mehr dabei. Stimmt, ja. Du, das ist mal etwas Positives. Die Wurfgegenstände sind weniger geworden. Sie wissen nicht mehr, was abwerfen. Ja, genau. Aber ja, man merkt es. Also, die Erinnerungen sind ja da sehr präsent. Und dann sind wir da am Ostermontag Meister geworden. Und das Spiel war am Nachmittag, weißt du, perfekt, oder? Mhm. Du bist am 6. Meister 4 da und die Halle war pumpenvoll. Und das ist auch das erste Mal, als ich Meister wurde bei daheim. Und auch das letzte Mal, als ich daheim Meister wurde, bin ich nur noch raus. Mit dem Schlussspiel. Gehen wir zum 2009 Finalgegner Kloten Flyers. Und das war das mit den 21 Spielen in den Playoffs. Mhm. Also eben, die Serie geht damit maximal 7, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und ihr habt es über die volle Distanz gemacht. Also unfassbar gewesen. Ja, das ist wirklich unglaublich gewesen. Und es ist wirklich eine der geilsten Playoff-Zeiten, die du gehabt hast. Weil sonst einmal, wenn du so 4-0 nach 4-0 weiterkommst, ist wieder so zwei Wochen Pause. Weißt du, dann ist genau. so wieder ein bisschen runterfahren und so. Aber in diesem Jahr ist wirklich, du bist 4 oder 6 Wochen lang einfach auf 100, immer, jeden Tag. Es ist nur darum gegangen, dass du Pause kannst machen, weil am nächsten Tag ist schon wieder Spiel. Und es ist so abgegangen. Wir sind eigentlich praktisch 6 Wochen nur in diesem Stadion gewesen und mit den Jungs zusammen, wie in einer Bubble, weißt du. Und am Schluss noch in Kloten, dass das aufgegangen ist im 7. Spiel, das ist unglaublich gewesen. Und du hast richtig gemerkt, wir sind durch gewesen. Wir haben fast keine Energie mehr zum Feiern. Also ihr habt das am Fernsehen gesehen, dass ihr nicht mehr haben können. Ja, und darum ist es nachher ist gut gewesen, dass wir dann mal Pause gehabt. Wie ist das in so einer intensiven Zeit, bleibt da privat irgendwie alles liegen? Ist immer von da zahlst du gar keine Rechnungen mehr, das Bett wechselst nicht mehr und so, oder da überlebst du noch? Da häuft sich alles an, von Staub im Ecken bis zum Geschirr, zu der Wäsche und so. Ja, wirklich, du hast aber auch nur noch die HCD-Kleider angehabt, wo wahrscheinlich noch da haben. Dann haben wir sie ausgezogen, schnell gewaschen, wieder getrocknet, angelegt und wieder heimgegangen. Das war wirklich intensiv gewesen, ja. Unfassbar. Dann 2 Jahre später wieder, das war ja die 2-Jahres-Serie, mhm. Wieder Final gegen Kloten Flyers. Was weißt du von dort noch? Dort war genau das Gegenteil gewesen. Dort haben wir, ich glaube, Viertelfinale, ich weiß nicht mehr, 4-0 weiterkommen, genau. Halbfinale 4-0 weiterkommen. Und da sind wir mit Minimalspiel ins Finale gekommen. Und nachher gegen Kloten waren wir 3-0 in Führung. Und ich weiss noch, dort habe ich das 1-0 geschossen in der Verlängerung. Also das 3. Spiel haben wir dort gewonnen, da daheim. Das war, glaube ich, eines meiner wichtigsten Goals, als ich noch jung war. Mhm. Oder das, wo man einfach geblieben ist. Und nachher ist eben. Es war schon 3-0 im Finale. Das war natürlich das Ziel, oder der Rekord nach 12 Spielen. Früher haben wir es nicht 21 Spiele, und jetzt haben wir es in 12. Aber nach der Kloten noch 2-mal gewonnen, haben wir es im 6. Spiel können schaffen. Und das waren ein bisschen andere Playoffs. Ja. Ein bisschen mehr Pause. Und nachher hat es dann auch noch mal eine Pause gegeben, nämlich 4 Jahre. Da war wieder 2 Jahre Rhythmus gebrochen gewesen. Und 2015 haben wir noch mal zugeschlagen. Ja. Und zwar gegen ZSC Lions. Ja, das ist halt, weil ich 2011 auf Biel bin. Drum. Ja, jetzt ist das endlich mal rausgekommen. Ist gut, dass wir das in dem Podcast mal herausfinden können. Nein,
Nein, dort ist eben das Jahr, wo ich zurückgekommen bin. Und dort haben auch viele Spieler den HCD sind weggegangen. So ein Bürgler, Grossmann. Also wichtige Stützen sind weggegangen. Guckisberg, glaube ich auch. Genau. Und, aber wir haben gute Ausländer geholt. Der Axelsson ist gekommen. Der war richtig gut gewesen. Und ja, du hast gemerkt, in diesem Jahr sind wir einfach in der Regular Season schon offensiv richtig gut gewesen. Also viel Goal geschossen haben wir immer. Wir haben zwar auch ab und zu viel Goal bekommen. Und dann haben die Playoffs angefangen. Und nachher ist der Genoni, der ist in diesem Jahr einfach unglaublich gewesen. Und in diesen Playoffs, ich weiß noch, wo wir im Finale gewesen sind gegen Zürich. Nach dem ersten Spiel haben wir 3-0 verloren. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also einfach nicht 4-0 verlieren gegen den ZSC. Ja. Ein paar Spiele wenigstens gewinnen. Habe ich so am Dino gesagt. Und er hat mir so gesagt, hör auf so denken, wir gewinnen gegen die. Mhm. Und ich so dachte, die sind so gut gewesen. Mhm. Und nachher sind wir da heimgekommen. Die Verlängerung haben wir, glaube ich, gewonnen, irgendwie. Nachher in Zürich kein Böck gesehen, aber der Genoni hat alles gehabt. Irgendwie sind wir in das Penalty-Schüsse reingekommen und haben gewonnen wegen Genoni, oder? Und dann da daheim wieder gewonnen. Und dann sind wir 3-1 in Führung gewesen. Und dann war es wirklich so gewesen. Und jetzt gehen wir da runter und machen den Sack zu. Sind runter und dort hast du gemerkt, Zürich, da kommt nichts mehr. Und dann haben wir dort 3-0 gewonnen und ja. Also das ist wirklich einer der einzigen oder unerwartetsten Titel, die wir hatten. Ja. Bei den anderen haben wir eigentlich richtig gute Mannschaften gehabt, aber beim 15. hat es dann schon, eben der ZSC ist schon einiges besser aufgestellt gewesen. Ja, man merkt das zu 100%, wie du das lebst, wie jetzt auch die Erinnerungen wieder aufgekommen sind, wie du den Hockeysport liebst. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast deinen absoluten Traumberuf verwischt. Ja, also das ist, also, wenn du als Junge so Hockey spielst, ist das dein Traumberuf und du darfst dich auch glücklich schätzen, dass du das machen darfst, weil es gibt viele, die mit mir zusammengespielt haben oder gegen mich, die am Schluss das Glück nicht haben oder die Chance gar nie bekommen. Ja. Du hast eine Familie hier in Davos, du hast zwei Kinder. Was hat eigentlich das verändert? Oder? Die sind dazugekommen während deiner aktiven Hockeykarriere. Was hat eigentlich das mit dir gemacht? Es war eine grosse Umstellung. Ja. Dort hast du langsam ein bisschen gemerkt, was. Also vorhin war wirklich deine Gesundheit wichtig und das Hockey war sehr wichtig. Aber als dann die zwei Mädchen gekommen sind, dann war es eigentlich mehr darum, sie sollen einfach gesund sein, weil wir haben auch ein bisschen, ja, die Jüngeren hatten ein bisschen Probleme gehabt. Okay. Und darum war es eigentlich nur noch, also momentan ist einfach, dass sie gesund sind. Was mit mir ist, kann ich selber schauen, aber hauptsächlich sie sind gesund und ja. Aber da, ja, ich komme jetzt heim vom Hockey. Die zwei Mädchen, die sie wissen schon, dass ich Hockey spiele, aber interessiert jetzt nicht, ob ich ein Goal oder ob wir gewonnen haben oder verloren und so. Und darum ist das einfach, kann ich heimkommen, abschalten. Ich kann auch viel besser schlafen, seit ich Kind habe. Ernsthaft? Ja. Das sagen ja alle genau das Gegenteil. Also einschlafen, sagen wir so. Einschlafen. Vorher war immer so ein bisschen das Hockey im Hintergrund. Aha, okay, aber jetzt ist einfach, du kommst heim, du hast Kind, also sind Kind gut ins Bett und es geht nur um Kind. Und dann kann ich auch viel besser einschlafen. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen für das Gespräch und hast auch so viel auch Persönliches erzählt gehabt und von der Mannschaft und Hintergründen und so. Es war mega interessant gewesen. Danke. Merci auch. Und eine ganz gute Saison natürlich. Ja, danke. Also im ÖKK-Podcast sagen wir das natürlich auch. Panzer, wir machen es noch gut. Ja, danke. Ja, und merci sind auch ihr mit dabei gewesen. Ganz ein spannendes Gespräch. Also könnt ihr es gerne auch weiterempfehlen, wenn ihr Hockey-Faninnen und Fans bei euch in der Umgebung kennt. Und ihr könnt natürlich alle Allegra-Folgen nachhören. Wir haben unter anderem auch ein Gespräch mal gemacht mit Christian Wohlwend, mit dem ehemaligen HCD-Trainer, findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und allen weiteren Podcast-Plattformen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heisst Allegra, der Podcast mit dem gesunden Bündnerverstand.